Wir sind hier im Heizkraftwerk Nord. Die Gasturbine wird abgebaut, wird abgerissen und durch eine neue, umweltfreundlicher mit etwas höherer Leistung ersetzt. Und dann im Winter heizen wir die Dresdner Neustadt. Hier stehen wir an der Gasturbine im Heizkraftwerk Nord, die seit 22 Jahren in Betrieb ist und dieses Jahr zurückgebaut wird und durch eine neue Gasturbine ersetzt wird. Die neue Gasturbine wird in den USA gefertigt und Mitte des Jahres hier im Kraftwerk angeliefert. Für dieses Vorhaben investiert die Drewag ca. 10 Millionen Euro.